Red Bull Symphonic ist eine Konstellation aus Drum and Bass und Klassik. Servus. Wie du weißt, es war ein bisschen still bei uns 2020, aber wir haben dann eben vor kurzer Zeit das No Tomorrow rausgebracht mit dem Matthews und der Sophie Lindinger. Wir haben extrem viel gelernt aus dem Symphonic-Projekt, wie man Streicher schreibt und wo man sie einsetzt, beziehungsweise wie man sie einsetzt. Und irgendwie war das dann für uns schon fast aufgeregt, dass wir sagen, hey, eigentlich sollte man eine Symphonic-Version schreiben, mit dem Christian gemeinsam, der setzt da nochmal seine Expertise ein. Und deswegen ist es extrem spannend, ja, dass es von der Single eine Auskopplung gibt, die dann nochmal vielleicht eins drauf gibt. Markus und Reini haben einen ganz tollen Tune geschrieben und haben mich gebeten, dass ich wieder in quasi wie in alter Manier Streicher dazu schreibe. Diese Streicher werden heute aufgenommen hier in diesem wunderschönen Saal. Schön, dass wir wieder musizieren. Wir machen wieder Common Crooked weiter. No Tomorrow. Ist ein wunderschönes Lied. Wunderschön gesungen, wunderschön gespielt und wir setzen jetzt unsere Streicher dazu. Ja, mit 16 wirklichen Musikern klingt das natürlich schon noch mal richtig breit. Ganz genau. Das wird eine Freude sein, das dann reinzumischen. Und, ja. Das ist, was wir geschrieben haben im Vergleich, das ist halt extrem eindimensional. Ja, sicher. Das, ich glaube, dass uns das ziemlich auf die Socken hauen wird. Dann. Ich glaube auch. Aber das haben wir schon beim Red Bull Symphonic Mischen gemerkt, was da überhaupt noch alles geht in Dimension und in Breite, Tiefe. Total super, also sehr atmosphärisch und Tonart liebe ich und das ist sehr, sehr schön, ja. Beeindruckend, also ich finde schon, dass auch in jeglichster Musik, auch bei Popmusik oder Drum and Bass, wenn man als Orchester dazu spielt oder auch wenn man als Zuhörer das Orchester dabei hat, ist es schon nochmal ein irrsinnig anderer Eindruck. Martin Matthews, Musikproduzent aus Linz und bin seit Jahren gut befreundet mit den Jungs Cameron Crook jetzt. In diesem Fall bei dem Track No Tomorrow ist Lea schon gestanden, das Vocal war da, aber die Jungs haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das dann einfach zu definieren, was der Track dann machen soll im Drop, im emotionalen Höhepunkt. Also ich war eigentlich schon ziemlich zufrieden mit diesem elektronischen Layout, mit dem wir am Start gekommen sind. Die Boys haben nachher trotzdem einmal gesagt, hey, lass uns das als Symphonic-Version anstarten und schauen wir, was passiert. Und die Musiker haben ihre abgeliefert und ich bin schon gespannt, wenn wir es jetzt mischen daheim, wie das Ding dann klingt, aber es wird sicher wieder top-notch. Ja, ich glaube noch immer, dass die symphonischen Auftritte ein Meilenstein in der Art von Musik und ein Meilenstein für mich war. Weil ich habe schon wahnsinnig viele Orchesterprojekte gemacht, aber nie in der Art und Weise, wie wir es im Konzerthaus produziert haben. Und das ist natürlich was Unvergessliches, weil es ist wirklich eine neue Art des orchestralen Musizierens mit Cameron Crooked. Genau, da sind wir richtig. Pass auf. So.
da gehst du auf, ja? Ja. Sollen wir das so lassen, oder? Warte, nochmal, nochmal. Da stimmt's. Ach so, na Blödsinn, na, das passt eh. Aber das war also, da hat's mit Sicherheit gestimmt. Die Aufnahmen sind perfekt gelaufen. Die Streicher haben wieder mal fehlerlos gespielt. War zu erwarten. Super Spuren aufgenommen, alles super mikrofoniert. Ich glaube, wir müssen eigentlich gar nicht mehr so viel machen, um den Tune fertig zu produzieren. Das ist eigentlich ja, bei uns was, was nicht oft passiert. So ungefähr hin.